Leute, was geht ab? Leitung hier. Wieder vom Heimagernplatz. Check das Video von gestern ab. Ich dachte irgendwie, gestern wäre X-Rates gewesen, aber fail. Die sind heute. Dementsprechend auf dem Weg zum X-Rate. Das letzte Mal Deoxys Verteidigungsform. Nächste Woche dann Deoxys Speedform, Initiativform. Und nächste Woche ist auch schon GoFest. Also, wie schnell die Zeit vergeht. So, X-Ray Time, diesmal wirklich. Das ist die Arena, die X-Ray Arena. Nicht viele Leute da. So, das letzte Mal Verteidigungsform. 12,99 wäre 100, aber ich habe schon einen gemaxt. Check das Video ab. Sieben Sonderbonbons umsonst. Jetzt geht's erstmal was zu essen holen und dann Arenen machen, was sonst. Hanula Raichu, nehmen wir mal mit. Ich brauche noch einen Shiny. 1000 Arena-Punkte auf der Arena brauche ich auch noch. Bin gerade auf Arena-Tour. Ich versuche jetzt das Gebiet ein bisschen abzuwechseln, mich zu verteilen. Vielleicht nur einmal die Woche ein Gebiet zu machen, also echt verschiedene Sachen, weil Hohenzollernplatz, Alter, ihr seid echte Heulsusen, Mann. Ich habe gestern wieder beim Hohenzollern Arena gemacht, da habe ich gesehen, dass ich heute nur ich aus der Arena gekickt wurde. Also wenn man der Einzige ist, der gekickt wird aus der Arena, dann weiß man, die Leute sind echt beleidigt, da muss man echt aufpassen. Dementsprechend Hohenzollernplatz, keine Angst, ich schaue nur noch einmal die Woche vorbei, weil ansonsten am Ende weint ihr noch. Dann habe ich noch ein paar Themen zu besprechen. Ich weiß nicht, ob ich das noch in der Zeit vom Timer schaffe. Legendäre Rage-Stunde. Was ich mir neu überlegt habe, ist, dass wir die immer live streamen. Ich habe eigentlich immer ein Video dazu gemacht, falls ich mitgemacht habe. Manchmal hatte ich halt keinen Bock. Aber wenn ich die immer streame, ist erstens ein Anreiz, dass ich da immer mitmache. Für die Arena-Punkte auf jeden Fall. Saftig. Zweitens denke ich, ist das live ganz lustig. Und da eh nicht so viele von euch da mitmachen. Weil ist ja was anderes als ein Raid Day, weil Raid Day ist jeder beschäftigt selber zu raiden. Aber jetzt bei der Raid Stunde, denke ich, könnte lustig werden. Ist auch besser wahrscheinlich als nur das Video. Das Video ist halt
im Grunde genommen will man eigentlich nur am Ende sehen, wird es ein 100er oder wird es ein Shiny. Und so, denke eine Stunde Stream ist schon ganz okay. Könnt ihr gerne unten in den Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Denn morgen 18 Uhr sind wir live. Denn morgen 18 Uhr sind wir live für Kyogre Rage Stunde. Jetzt gönnen wir uns noch das Reitschuh und dann schauen wir mal, ob das Shiny wird. Also ein Thema habe ich noch zu besprechen. Sonst muss ich noch eine Runde hier drehen, Geschenke für meine Freunde sammeln. Euer Shirt ist übrigens im Shop. Eigentlich schon länger, aber habe ich mir erst vor kurzem geholt. Falls ihr mich unterstützen wollt, ansonsten könnt ihr auch einfach nur ein Like oder einen Kommentar da lassen. Das unterstützt mich auch schon. Ah ja, und Freundschaftsaufstieg, möglicherweise morgen zur Rage-Stunde mit ein paar, aber das spreche ich noch mit euch ab. Oder dann Samstag zu Geico Raid Day, zum Geico Raid Day. Ich denke, anstatt Sonntag diese Woche ist Samstag klüger. Also jeder, der mit mir aufsteigt, bereitet schon mal Samstag beim Geico Raid Day vor. So, IV ist schlecht, aber ist er shiny. Und nee. Okay, noch ein Alola Raichu. Da hat sich einer reingeschmuggelt hier. Level 25, wir helfen ihm gerne aus. Er soll nur nicht unser Shiny klauen. Ein zweites Thema, worüber ich noch gehen wollte. Harry Potter, Wizards Unite. Mach mal den erstmal, oder? Ja, also ich zock schon, aber jetzt nicht Hardcore. Und es ist halt schwierig, zwei Spiele erstmal krass zu spielen und zweitens Videos darüber zu machen. Vor allem so, wie ich es mache. Ich zeig euch ja meinen Alltag, ich nehme euch ja mit. Zum Beispiel gestern war ich beim Pferderennen. Und ich kann dasselbe Material nicht für beide Videos verwenden. Also ich kann nicht meinen Alltag zeigen und für das Pokémon Go Video und dann nochmal denselben Alltag für das Harry Potter Video. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen weiß ich noch gar nicht, wie ich das mache oder ob ich überhaupt Harry Potter Videos bringe. Weil das passt irgendwie nicht so in mein Konzept. Kann ich einfach zwei Alltäge erleben und euch zeigen. Für die zwei verschiedenen Videos. Echt schwierig, also da habe ich noch keinen Plan, wie ich das machen werde. Zum Beispiel jetzt, zwischendurch habe ich hin und wieder mal Harry Potter gezockt, aber das reicht halt nicht für ein Video. Muss ich mir echt mal überlegen. Aber wir schauen erstmal, ob es ein Shiny Reitschuh wird. Oder ein 100er. Ist auf jeden Fall schon mal nicht 100. Nee. Ich habe hier einen random Bronze. Shiny Check. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Noch ein Raichu habe ich gefunden. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Blendet durch, ich sehe fast gar nichts. Ich glaube, wir müssten hier sein. Also so, ich bin einfach losgegangen zur nächsten Arena schon mal. Die ist, glaube ich, hier. Und? Ne, leider zu hell. Und sehr schlecht. Puh. Okay Leute, das war's von mir. Ich habe noch eine Menge Agenda danach gemacht, aber sonst auch nichts. Wie gesagt, morgen Levelaufstieg, ich gebe noch Bescheid, ansonsten am Samstag beim Raikou Day. Und ich bin live, also schaut zu, ich mache da ein paar Raids dort in der Innenstadt.
Mal schauen, was sich so ergibt. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, falls ihr da nicht selber raidet. Ansonsten schauen wir mal, wie sich das so mit Harry Potter Go entwickelt. Ich habe heute ein bisschen gezockt, aber auch nicht viel, also wie gesagt. Aber wie gesagt, nichts, worüber ich dann ein Video machen kann. Ich habe ein paar Kreaturen gefangen, ein paar Stops gedreht und das war's auch schon wieder. Aber naja, das war's auf jeden Fall von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.